Alter. Grüße euch, herzlich willkommen zu dem nächsten Teil von meiner Resident Evil 7 Serie. Schön, dass du wieder da bist und ja, viel Spaß beim Zuschauen. Was ist das denn hier für ein Loch? Letzte Folge haben wir das Rätsel gelöst in dem Geburtstagsvideo und jetzt sind wir gerade dabei, die Party zu besuchen und diesen Gast, meine ich, war das, den Gast zu finden, um ihn das, den Kopf da wegzunehmen. Ich weiß nicht, mit welcher Muni ich schießen soll. Denn mit dem Kopf und dem Arm, den wir auch schon bereits haben, können wir dann am Ende das Elixier erstellen. Ich muss gucken, mit welcher Muni. Ich muss echt die schlechte Muni versorgen. So ein Spacken, Alter. Dann nehme ich wieder die gute. Ja, wie man sieht, hier sind überall Pfeilen aufgestellt. Das hat oben gerade schon gespeichert. Da ist wieder eine Falle. Das ist eine Wand, okay. Oh. Ha. Schlechte Muni. Ich weiß nicht, ob ich die noch brauche. Scheiße, wenn ich den jetzt erwische, ist Feierabend hier. Ich habe leider nichts mehr zum Heilen. Okay, das hat geklappt. Also nahezu unsichtbar, die Dinger hier. Was haben wir hier? Oh, Gott sei Dank. Ich glaube, das kann ich gut gebrauchen. Den packen wir erstmal weg. Starke Medizin. Rüber. Defekte Flinte, Granatwerfer. Packen wir auch rüber. Den könnten wir noch gebrauchen gleich. Was wir nicht brauchen, ist das Kraut. Das ist unnötig. Also erstmal unnötig. Pistolenmunition. Packen wir auch rüber. Das war's. Okay. Aber zum Speichern ist hier glaube ich nichts. Leider. Was? Scheiß Passwörter, was? Probier doch mal 0814. Nein. 0621. Nein. Es ist 0514. Na komm schon, versuch's mal. Man weiß nie. Ja, als ob er das einfach so macht. Scheiße, was? Fuck. Ich hab's mir echt nicht gemerkt. 0514? 0415? Alter. Aha. Okay.
Also egal, was Großes kommt. Also es hätte eh nicht funktioniert, Gott sei Dank. Schon wieder so verdächtig hier. Oh, ich muss aufpassen, dass ich auch hier nicht die Bude wegspringe. Oder er mich wegspringt, weil er wieder irgendeine Scheiße hier reinbaut. Ich hab so viel hiervon, ey. Die Frage ist, gehen wir jetzt nach oben? Aber Arznei haben wir ja noch. Starke Arznei sogar. Oh, ich sitze schon wieder zu nah vom Monitor, ey. Fuck, hinter mir. Was? Nein, nein, nein. Mach hier schnell gesund und so. Alter, ja, diese Viecher sind so stark. Ich habe natürlich extrem langsam. Ich drücke auch immer alles oben. 2, 3, 1, aber nicht die richtige Waffe. Okay, gucken wir uns das Ganze nochmal an. 1, die Pistole. Da, aufschießen. Haben wir eingesammelt. Haben wir eingesammelt. Flinte? Vielleicht ist er heftiger als alles andere. Guck mal, wer da ist. Ey, das ist so behindert, ne? So ein Spacken, ey. Scheiße, ey. Ich hab, glaube ich, nur noch eins davon. Als ob da keine Viecher kommen, wenn ich da reingehe in den Stall. Da hinten blinkt schon was. Glaube ich da. Zumindest sah es so aus. Da ist gar keine Tür. Hä? Jetzt habe ich mich verdreht. Da. Einmal schlechte Muni. Oha. Mach zu. Als ob. Was ist denn das? Oh, das ist natürlich. Das kommt natürlich genau richtig. Das ist auch gut. Also wer noch nicht rausgefunden hat, wofür die Münzen sind, das ist im Wohnwagen, sind so eine Automaten, da kann man die Münzen reinstecken und dann kriegt man Waffe oder Steroide, so wie hier oder so. Also immer fleißig sammeln. Er wird noch zum Pumper, Alter. Er wird noch zum Pumper. Was haben wir jetzt hier drin? Eine Münze, einmal hier, ne? Sprit. Und wenig Muni. Und eine gezogene Flinte.
Als ob mich da nichts angreift, ey. Als ob mich da nichts. Wo? Oh. Da. Ach, die kennen wir ja schon, die sind ja nicht so heftig. Oh, fuck. Oh, fuck. Okay, ich muss eine andere Muni nehmen hier. Die da. Mit denen. Ist er jetzt nur verschwunden? Weil sein Kopf ist noch dran, das stört mich schon. Ich muss nochmal in dieser. Nochmal schnell hier reingucken. Ausergänzungsmittel, die sich auf Nervensystem auswirken, müssen zur Verwendung zur Arznei verarbeitet werden. Das ging aber nicht. Ich gucke einfach mal hier davon eins rüber. Davon eins rüber. Da wieder rein. Okay. Scheiße. Ich das früher gewusst, hätte ich es nicht gemacht. Die sind echt gut zum Suchen, aber jetzt nicht. Ich habe echt nichts mehr, ne? Was brauche ich denn, um Munition herzustellen? Brauche ich Schießpulver? Ja, und genau das, was ich nicht habe. Ich hoffe, ich finde da noch was. Hey, 10 Schuss, Alter. Soll ich denn das machen? Mit meinem Brotmesser? Sei noch nicht mal mit. Ich dachte vorhin, hier ist irgendwas. Das für ein riesiger Bauernhof oder Hausanlage oder wie man das nennt. Erstmal hier alles einsammeln, Flintenmuni, Festbrennstoff. Okay, ein Fernseher, das heißt, hier wird irgendwo eine Kassette liegen. Nee, erstmal nochmal raus hier, dann nochmal da kombinieren. Wofür brauche ich diesen Festbrennstoff? Dafür. Okay, also ich kann auch echt nie was gebrauchen, weil ich immer nur von irgendwas eine Sache habe.
6 Stunden, 7 Stunden zocken wir das schon hier. Das ist schon viel, ey, für ein heutiges Spiel. Ich nehme jetzt mal so eine Pillen hier, komm. Scheißegal jetzt. Da habe ich 3 Stück von. Eine knall ich mir jetzt rein. Unten liegt noch was. Dahinter liegt noch was. Alter, die Mac Money. Flinten Money, ey, das ist so Hammer. Wie komme ich denn da hin? Ist doch sehr schnell wieder vorbei. Nee, doch nicht. Hier in der Ecke liegt noch was. Da liegt noch mehr, okay. Also wir sehen ja jetzt schon mal, dass oben viel liegt. Ich muss die andere Waffe nochmal umtauschen. Die Mac ist am geilsten. Die hat so eine Durchschlagskraft. So, los jetzt hier. Den Scheiß schmeißen wir gleich weg hier. Weg. Ast rein. So, nachgeladen. Boah, 2 Schuss auch, ne? Mit der Flinte geht es jetzt weiter. Die letzten 13 Minuten übrigens noch. Dann hört das Ding hier schon wieder auf. Erstmal alles durchsuchen. Finde ich auch immer nichts. Respekt, diesmal ist nichts explodiert. Oh, das ist auch immer gut. Dass ich mich jetzt schon frage, warum laufen hier die Lüfter? Im Ernst jetzt? Ich muss also runterspringen, dann machen wir das auch gleich mal. Und jetzt kommt schon irgendein Scheiß. Alter, steht ja auch langsam auf. Kann man ja einen Schiss kriegen. Batterie? Ach, unten für das Ding wahrscheinlich. Da irgendeine Scheiße in der Kammer drin ist. Ich gehe also ein bisschen davon aus. Das meine ich jedes Ding hier.
Okay. Achso, hier hinten noch. Ich sammle ja auch nur die ganze Zeit Muni ein, ne? Es kommt bestimmt eh nichts Schlimmes. Hust. Ein bisschen mehr Mac-Muni wäre nicht schlecht. Flinte. Voll. Ab rein da mit der Scheiße. Guck mal das Thema mal an. Was ist das? Du mich auch. Ach, das ist so ein Kotzer, Spast. Oh, fuck. Er rastet richtig aus. Ich muss sagen, dass ich beeindruckt bin. Du bist nicht nur noch am Leben. Duck dich doch einfach. Hat er auch Ausdauer, Alter. Keine große Kunst, wenn sie so dick sind, was? Was ist denn das, Alter? Wie schnell ist er? Ja, komm. Wieder so ein Fetzer ist tot, Fetzer ist tot. Er war sowieso nie mein Favorit. Toll. Schnell zu speichern renne? Och nö. Ja, ich hab nicht einen Schuss mehr. Außer die Kacke hier. Was ist er für einer? Das ist der, das ist doch der. Der ist im Video.
Der mich gleich fertig macht? Ach, 14.08. Aber nicht jetzt. Jetzt gehen wir erstmal speichern. Ich habe gar nichts mehr einfach. Ich bin noch gar nicht dahinter gekommen, fällt mir gerade ein. Erstmal safe. Speichern. So. Und da sind wir wieder am Ende angekommen bei Resident Evil 7. Ja, ich wünschte, oder keine Ahnung. Wünsche auf jeden Fall euch viel Spaß beim Angucken, auch des nächsten Teils. Jetzt wissen wir schon mal die Nummer 1408. Und dabei, damit ihr die nicht vergessen, schreibe ich die auf einen kleinen Zettel. Achso, jetzt habe ich Uhrzeit gemacht. Naja, egal, 1408, Resident Evil 7. Das kommt dann in der nächsten Folge dran. Dann werde ich nämlich mit 1408 die Tür aufmachen und mal gucken, was der Typ, der von uns will. Ich meine nämlich, ist es der Gast, weil auf dem Foto der Familie ist ja links die Oma, dann kommt der Vater, dann kommt die Mutter, im Hintergrund steht wahrscheinlich die Tochter und rechts daneben ist ja der Gast. Ich meine, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Ach ne, der Sohn sitzt da noch. Der Sohn sah aber anders aus. Oder war der Gast der aus dem Video? Naja, wir werden morgen sehen, wer es ist. Also, bis morgen, wie immer, um 19 Uhr.